Liebe Zuschauer, liebe Episoden, heute an diesem Freitag geht es weiter mit der Sonnenfinsternis am 8.4.2024. Ich habe ja vor zwei Tagen am Mittwoch euch, sag ich mal, zu den wichtigsten und auch merkwürdigsten Themen zu dieser Sonnenfinsternis am 8.4.2024 abgeholt. Für alle, die das Video noch nicht gesehen haben oder das gerade zum ersten Mal hören, ich verlinke euch jetzt hier oben das Video vom Mittwoch. Ist oben rechts jetzt so ein i und dann könnt ihr draufklicken und dann findet ihr das Video. Genau. Ich habe ja in der Überschrift angekündigt für dieses Video CERN, weil im letzten Video, da konnte ich, wie gesagt, nichts Valides finden, was das Ganze wirklich untermauert, aber dazu komme ich dann noch. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen ja hier nochmal den Pfad der Sonnenfinsternis für kommenden Montag in den Amerikas. Und was wirklich interessant ist, hier bei Reddit habe ich das gefunden, es gibt eine Plattform, die heißt AirDNA, da habe ich leider keinen Zugriff drauf, also da müsste ich mich anmelden und so weiter, da habe ich keine Lust dazu. Aber diese Grafik ist aus diesem AirDNA entstanden und ihr seht hier Buchungen für Airbnb für den 7. April und darüber hinaus. Und ihr seht hier, das sind die Plätze, wo die meisten Buchungen stattfinden. Jetzt schauen wir uns parallel mal dazu an. Das ist der Pfad der Sonnenfinsternis, die am 8.4. dann stattfinden wird. Und wie ihr seht, rein zufällig, also das Interesse ist wirklich sehr groß. Das ist komplett ausgebucht. Ich habe mir den Reddit oder diesen Subreddit hier durchgelesen, wo Leute auch bestätigen, dass die das vor zwei Jahren schon gebucht haben. Vor einem Jahr, dass definitiv nichts mehr zu holen ist und wenn ja, zu horrenden Preisen. Und das ist wirklich krass. Aber man sieht hier wirklich, wie die Leute, also das ist genau der Pfad. Ich zeige es euch hier nochmal im Vergleich. Ihr seht es hier auch. Also hier unten Texas geht es dann da los. Und das musste ich euch unbedingt zeigen. Das nächste, was sehr interessant ist, wir sehen hier auf dem YouTube-Kanal von BFI. BFI ist hier so ein, sag ich mal, so eine Non-Profit-Organisation, die aktuell dran sind, wirklich alte Videos zu restaurieren. Und wir sehen hier, ich lasse das mal laufen im Hintergrund, wir sehen hier eine Sonnenfinsternis, die im Jahr 1900, also vor 124 Jahren, gefilmt wurde. Und das ist wirklich krass. Das wurde am 28. Mai 1900 von einem bekannten Zauberer genannt Neville Maskelyne gefilmt, während er auf einer Expedition für die British Astronomical Association in North Carolina unterwegs war. Und er ist da 98 schon hingereist und hat da ist er nach Indien, genau, und hat dort eine Sonnenfinsternis fotografiert. Und diese Filmrolle wurde ihm leider geklaut. Und wenn ich hier nur ein bisschen runterscroll, so dass ihr die Sonnenfinsternis noch sehen könnt. Und hier wurde das wirklich in 4K restauriert von den Experten bei BFI. Und völlig krass, also dass man so ein altes Zeitzeugnis noch hat, dass das hier so mühevoll restauriert wurde. Also da wirklich Hut ab an BFI. Ihr findet natürlich alle Links zu dem, was ich euch heute zeige, in der Videobeschreibung. Und ja, es geht um CERN, aber ich habe noch ein paar andere Sachen, die ich unbedingt für euch hier mitnehmen möchte, die ich euch auch zeigen möchte. Und wir sehen hier Ehrfurcht und Angst, wie Religionen im Laufe der Jahrhunderte auf totale Sonnenfinsternisse reagiert haben. Denn ich möchte das Thema noch ein bisschen ausweiten, um euch, wie gesagt, alle Informationen an die Hand zu geben, die meines Erachtens nach interessant sind, zum Teil auch wichtig sind, aber ich sage jetzt mal interessant sind, um wirklich hier ein komplettes Portfolio schön breit gefächert euch an die Hand zu geben, damit ihr wirklich alles zu dieser anstehenden Sonnenfinsternis wisst. Natürlich, mich interessiert das Thema persönlich, wie gesagt, wie so oft in meinen Videos, meine Videos, die sind eigentlich für mich, denn das sind meine Recherchen, die ich für mich anstelle, weil mich das einfach interessiert und ich habe euch sehr gerne auf dieser Reise dabei und wir sind knapp 30.000 Episoden, die mich auf dieser Reise begleiten und das macht mich unheimlich stolz. Schauen wir mal, was hier steht. Wie gesagt, Ehrfurcht und Angst, wie Religionen im Laufe der Jahrhunderte auf totale Sonnenfinsternisse reagiert haben. Das ist von der Washington Post
Und hier steht, im Laufe der Geschichte hatten Sonnenfinsternisse tiefgreifende Auswirkungen auf Anhänger verschiedener Religionen auf der ganzen Welt. Sie wurden als Botschaften Gottes oder spiritueller Kräfte betrachtet, die Gefühle von Angst bis hin zum Staunen hervorriefen. Im Vorfeld der totalen Sonnenfinsternis, die am Montag über Nordamerika hinwegziehen wird, werfen wir hier einen Blick darauf, wie mehrere der großen Weltreligionen im Laufe der Jahrhunderte und in der Neuzeit auf solche Sonnenfinsternisse reagiert haben. Dann mal hier als erstes den Buddhismus. In der tibetisch-buddhistischen Tradition wird angenommen, dass sich die Energie positiver und negativer Handlungen bei großen astronomischen Ereignissen wie einer Sonnenfinsternis vervielfacht. Laut dem verstorbenen Lama Tsopa Rinpoche von der Stiftung zur Bewahrung der Mahayana-Tradition sind sowohl Mond- als auch Sonnenfinsternisse glücksverheißende Tage für die spirituelle Praxis. Er sagt, dass sich der Verdienst, der die positiven karmischen Ergebnisse guter Absichten und Handlungen darstellt, bei Mondfinsternissen um das 700.000-fache und bei Sonnenfinsternissen um das 100-Millionen-fache vervielfacht. Zu den empfohlenen spirituellen Aktivitäten an diesen Tagen gehört das Singen von Mantras und Sutras. Dann haben wir hier als nächstes das Christentum. Einige Christen glauben, dass eine Sonnenfinsternis das Kommen der Endzeit ankündigt, die der Rückkehr Christi auf die Erde vorausgehen wird, wie an verschiedenen Stellen in der Bibel prophezeit. Eine solche Passage findet sich im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Unter einigen Christen besteht auch der hartnäckige Glaube, dass es während der Kreuzigung zu einer Sonnenfinsternis gekommen sei, weil in drei der vier Evangelien der Bibel eine dreistündige Periode der Dunkelheit erwähnt wird, in der Jesus starb. Es war nun gegen Mittag und bis 3 Uhr nachmittags kam Finsternis über das ganze Land, denn die Sonne schien nicht mehr, heißt es in Lukas Kapitel 23. Es wurde festgestellt, dass eine dreistündige Dunkelheit nicht auf eine Sonnenfinsternis hindeutet, die nur wenige Minuten Dunkelheit erzeugt. In einem aktuellen Kommentar auf churchleaders.com, oh gut, das können wir uns glaube ich sparen, dann schauen wir mal den Hinduismus an. Der Ursprung der Finsternisse im Hinduismus wird in alten Legenden erklärt, die als Puranas bekannt sind. In einer Legende wirbelten die Devas und Asuras, die Gut bzw. Böse symbolisieren, den Ozean auf, um den Nektar des ewigen Lebens zu halten. Als einer der Asuras, Svarbanu, sich als Deva ausgab, um den Nektar zu empfangen, alarmierten der Sonnengott Surya und der Mondgott Chandra Mohini eine Inkarnation von Lord Vishnu, der Svarbanu dann mit einem Diskus enthauptete. Da der Asura jedoch bereits einen Teil des Nektars verbraucht hatte, lebte sein unsterblicher, aber abgetrennter Kopf und Körper unter den Namen Rahu und Ketu weiter. Der Legende nach verschluckt Rahu gelegentlich die Sonne und den Mond, weil die Götter an seinem Elend beteiligt waren, was zu Sonnen- und Mondfinsternissen führte. Hindus betrachten ein Sonnen- oder Mondfinsternis im Allgemeinen als schlechtes Omen. Einige halten vorher ein Fasten ein und viele essen während der Sonnenfinsternis nicht. Gläubige Hindus nehmen in der ersten und letzten Phase einer Sonnenfinsternis ein rituelles Bad, um sich zu reinigen. Einige beten auch für ihre Vorfahren. Die meisten Tempel sind für die Dauer der Sonnenfinsternis geschlossen. Während einer Sonnenfinsternis versammeln sich Gläubige zum Gebet an Pilgerstätten in der Nähe heiliger Flüsse. Die Veranstaltung gilt als eine gute Zeit zum Gebet, zur Meditation und zum Singen von Mantras. Alles soll das Böse abwehren. Dann haben wir als nächstes hier den Islam. Im Islam ist eine Sonnenfinsternis eine Zeit, sich an Gott zu wenden und zu beten. Das Sonnenfinsternisgebet basiert auf Erzählungen von Aussagen und Taten des Propheten Muhammad. Kaiser Aslam, muslimischer Geistlicher am Center for Islamic Life an der Rutgers University, sagte, in einer Überlieferung werde der Prophet mit den Worten zitiert, die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen unter den Zeichen Allahs und sie verfinstern sich nicht, weil jemand gestorben ist. Wann immer sie diese Sonnenfinsternisse sehen, beten sie und rufen sie Allah an. Die Geschichte lautete, nach dem Tode des Sohnes des Propheten Muhammad Ibrahim versuchten seine Gefährten ihn zu trösten, indem sie sagten, dass die Sonne wegen der Größe des Verlustes verfinstert sei. Sagte Aslam, der Prophet korrigierte sie,
indem er sie daran erinnerte, dass Sonne und Mondzeichen Gottes sind und dass sie keinen Aberglauben darüber hinzufügen sollten, warum eine Sonnenfinsternis stattfindet. Am 8. April wird der Aslam das Kusuf-Gebet auf dem Campus leiten. Üblicherweise gibt es nach dem Gebet eine kurze Predigt, um die Lehren dahinter zu erklären und alle damit verbundenen Aberglauben zu zerstreuen. Es ist ein wunderschönes und bedeutungsvolles Gebet, das unsere Beziehung zur Schöpfung Gottes hervorhebt und sicherstellt, dass wir Gott unsere Hingabe schenken, statt zufällige Ereignisse in Gottes Schöpfung, sagte Aslam. Den Rest, wenn euch das interessiert, könnt ihr dann gern selber noch durchlesen. Dann kommen wir zum Judentum. Der Talmud, die vor mehr als 1500 Jahren zusammengestellte Sammlung von Schriften, die das jüdische Religionsgesetz darstellen, bietet spezifische Segnungen für viele Naturphänomene, jedoch nicht für Sonnenfinsternisse. Stattdessen wird eine Sonnenfinsternis als ein schlechtes Omen für die Welt dargestellt. Auf Chabad.org, einer Webseite für ein orthodoxes jüdisches Publikum, versucht der in Chicago ansässige Rabbiner Menachem Posner, die Talmud-Passage in einem modernen Kontext zu betrachten, da man sich darüber einig war, dass Sonnenfinsternisse natürliche Ereignisse sind, die Jahrhunderte im Voraus vorhergesagt werden können. Finsternisse sollten eine Gelegenheit sein, das Gebet und die Selbstbeobachtung zu steigern, anstatt freudige Segnungen hervorzurufen. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir es wirklich besser machen können und sollten. Rabbi Mordechai Becher schrieb Anfang März für die orthodoxe jüdische Bildungsorganisation Aish und stellte fest, dass das Judentum seit langem mit der Astronomie verbunden sei. Er sagte, es gebe drei Krater auf dem Mond, die nach mittelalterlichen Rabbinern mit Fachkenntnissen in der Astronomie benannt seien. Was Finsternisse angeht, so vermutet Becher, ein Dozent an der Yeshiva-Universität, dass sie aus einem tiefgreifenden Grunde von Gott ermöglicht wurden. Er hat ein System geschaffen, das uns regelmäßig daran erinnert, dass unsere Entscheidungen Dunkelheit erzeugen können, selbst zu Zeiten, in denen es Licht geben sollte, schreibt er. Unsere freien Willensentscheidungen können eine Barriere zwischen uns und dem göttlichen Licht schaffen, aber auch ermöglichen, dass göttliche Licht hier sichtbar wird. Genau, das ist hier eine Zusammenfassung von der Washington Post. Ich habe euch ja in meinem eigentlichen ersten Video zu dem Thema noch die Geschichten der Indianer Amerikas vorgestellt. Und zu diesem Thema, oder warum ich das auch hier anschneide, wegen Religion. Es gibt ja, was man immer wieder liest, die Theorie, dass am 8. April auch drei rote Fersen geopfert werden. Schauen wir hier mal rein. Eine Ferse ist ein zuchtreifes, adultes, weibliches Rind mit ca. 18 Monaten besamt und hat somit ein Erstkalbealter von etwa 27 Monaten. Bis dahin wird es als Ferse oder im süddeutschen Österreichischen als Kalbin oder Kalb, also ich kenne es als Kalb hier in Bayern, bezeichnet. Ferse habe ich vorher auch nicht gehört. Jedenfalls gibt es hier die Theorie, das heißt im Englischen Heifer, dass hier drei rote Heifer oder Fersen am 8. April geopfert werden. Das Ganze stimmt aber nicht, wie man hier auch nachlesen kann, denn hier drin steht, derzeit kursieren Behauptungen, dass das Opfern der roten Ferse entweder kurz vor Pessach, also die gehen jetzt nicht auf das Ein von der Sonnenfinsternis, da heißt es der 8. Und hier drin steht, das Opfern der roten Fersen, das passiert entweder kurz vor Pessach am 22. April 2024 oder 50 Tage später an Shavuot. Shavuot habe ich auch noch nicht gehört, ich bin auch kein Jude. Shavuot oder auch Schwüß oder Schwors oder Schweiß ist das jüdische Erntedankfest, das 50 Tage, also 7 Wochen plus ein Tag nach dem Pessachfest gefeiert wird. Und hier haben wir als Termin, Shavuot wird am 5., 6. oder 7. Sivan gefeiert. In der Diaspora dauert das Fest 2 Tage und wird am 6. und 7. Sivan begangen. Und dann steht hier drin, Shavuot im bürgerlichen Kalender, das wäre dann das jüdische Jahr 5784, bürgerliches Datum 12. bis 13. Juni 2024. Also, wie gesagt, das habe ich ja auch in meinem ursprünglichen Video zu dem Thema gesagt, es gibt viele Geschichten, die hier mit hineingemengt werden, die natürlich sich total krass anhören,
aber die dann keinen tatsächlichen Zusammenhang haben. Also hier soll dann auch der dritte Tempel eingeläutet werden. Wie gesagt, ich habe euch ja in meinem ersten Video auch eingeladen, wenn euch sowas interessiert, einfach auf Englisch nach Eclipse 2024 suchen und ihr werdet fündig werden an diversen Theorien. Das, was wirklich interessant ist, ich habe euch ja in meinem ersten Video von Tecumseh erzählt, dem Indianer, und der Sonnenfinsternis, der auch ein Komet, der ziemlich lang, 17 Monate lang sichtbar war, im Jahre 1811 und 12, dass dieser plus die Sonnenfinsternis Vorboten waren für eines der schlimmsten Erdbeben, die Nordamerika jemals erschüttert haben. Und ich habe euch ja auch erzählt gehabt, dass am 8.4. ebenfalls ein Komet sichtbar sein sollte. Ich habe mir diesen Kometen einmal näher angeschaut, weil mich das einfach persönlich auch interessiert hat. Und dieser Komet, wie schon erwähnt im ersten Video, der heißt Pons-Brooks. Und hier steht, der Komet Pons-Brooks, der Komet am Tag der Sonnenfinsternis, scheint gerade auszubrechen. Wir sehen hier dann die Sonnenfinsternis, wenn die in Nordamerika stattfindet, hier unten die Venus, dann sehen wir hier oben, kurz vor Jupiter, die Position, die der Komet Pons-Brooks einnehmen wird. Während der totalen Sonnenfinsternis am 8. April 2024 wird sich der Himmel so stark verdunkeln, dass Sie Venus und Jupiter sehen können. Der Komet Pons-Brooks wird in der Nähe von Jupiter sein. Spät am 3. April 2024 hieß es auf der Straße, dass der Komet Pons-Brooks erneut ausbricht. Das bedeutet, dass er heller wird als zuvor, möglicherweise in der Abenddämmerung in der Nähe von Jupiter sichtbar sein wird. Wir hören Helligkeitsschätzungen von bis zu 3,8 und das würde durchaus im Rahmen der Sichtbarkeit mit bloßem Auge liegen, wenn der Komet eine Punktquelle wäre wie ein Stern. Aber Kometen sind unscharfe Objekte, ihre Helligkeit ist über einen größeren Bereich verteilt als bei Sternen. Außerdem befindet sich der Komet in der Nähe des der Sonnenfinsternis und befindet sich somit in einem von der Dämmerung erhellten Himmel. Sehen Sie sich unten Greg Redferns Foto vom Abend des 3. April an. Wenn man versucht, den Kometen zu entdecken, achtet darauf, dass er sich vor den Sternen bewegt und versuchen Sie, mit einem Fernglas in der Nähe des hellen Jupiters nach ihm zu suchen. Also hier sehen wir das Bild. Genau, und dieser Komet, hier sehen wir auch nochmal schöne Aufnahmen. Wie gesagt, ihr findet die Links in der Videobeschreibung, wo ihr dann euch da selber nochmal reinschauen könnt. Was interessant ist zu dem Kometen, das ist ein kryovulkanischer Komet. Und dieser kryovulkanische Komet, dieser Pons-Brooks, der wird auch genannt Mutter der Drachen und ist jetzt von der Erde aus sichtbar. Das ist ein Artikel vom 31. März diesen Jahres. Hier steht Komet 12P Pons-Brooks, auch bekannt als Teufelskomet und Mutter der Drachen, ist derzeit am Nachthimmel der nördlichen Hemisphäre sichtbar und bietet sowohl Amateur-Sternguckern als auch professionellen Astronomen ein einzigartiges Schauspiel. Dieser Komet vom Halley-Typ, der alle 71 Jahre die Sonne umkreist und einen Kern von etwa 30 Kilometern Durchmesser hat, ist für seine beeindruckenden Gas- und Staubausbrüche aus seinen Reisen durch das innere Sonnensystem bekannt. Aufgrund seines ausgeprägten, gehörnten Aussehens ist der Komet als Teufelskomet bekannt. Also ich habe da auch gesucht, ob es noch was anderes gibt, aber es ist tatsächlich einfach dieses ausgeprägte, gehörnte Aussehen, welches ihm diesen Namen verliehen hat. So wie die Krone bei der Sonnenfinsternis um die Sonne herum, wo die Atmosphäre da sichtbar wird, als Corona bezeichnet wird. Allerdings wurde seine Verbindung mit den Kappa Draconiden, einem relativ bescheidenen jährlichen Meteoritenschauer, der von Ende November bis Dezember aktiv ist, eine zeitgenössische kulturelle Anerkennung zugeteilt. Ähnlich wie andere Kometen besteht dieser Pons-Brooks aus einer Mischung aus Eis, Staub und Gesteinsmaterial. Während er sich der Sonne nähert, vollzieht der Komet eine Transformation, wobei das Eis im Inneren von fest zu gasförmig übergeht. Dieser Prozess schleudert dann Gas und Staub von der Kometenoberfläche und bildet eine ausgedehnte Wolke und einen markanten Schweif. Dieser durch Sonnenwinde geformte und angetriebene Schweif dient als sichtbare Markierung für den Weg des Kometen durch den Weltraum. Noch ganz kurz hier, weil es ja ein kryovulkanischer Komet ist. Kryovulkanische Kometen sind eine faszinierende Klasse von Himmelsobjekten, die eine einzigartige geologische Aktivität aufweisen. Und diese Kometen enthalten nicht nur die übliche Mischung aus Eis,
Staub und Gestein, sondern weisen auch Kryovulkane auf, Vulkane, die mit flüchtigen Materialien wie Wasser, Ammoniak oder Methan anstelle von geschmolzenen Gestein ausbrechen. Kryovulkane entstehen auf Kometen, wenn sich im Inneren Hitze aufbaut, wodurch die flüchtigen Materialien im Kometen verdampfen und sich ausdehnen. Dieser erhöhte Druck führt schließlich zum Aufplatzen der Kometenoberfläche, wodurch die Gase und Flüssigkeiten in einer dramatischen Eruption entweichen können. Und das ist wirklich so. Hier kommen, glaube ich, leider keine Bilder mehr. Jedenfalls, wenn man nach diesem Pons Brooks sucht, man findet dann wirklich auch Bilder, immer wenn der auftaucht, wo man dann wirklich sieht, wie da Brocken von diesem Gerät wegfliegen. Hier sehen wir, das ist jetzt hier bei der NASA, hier sehen wir ein schönes Foto von Pons Brooks mit seinem Schweif. Also das ist schon wirklich ein phänomenaler Komet, der hier dann sichtbar sein wird. Ganz genau. Hier noch eine andere Seite, die auch sehr interessant ist. Wir sehen hier, ich scroll mal hier ein bisschen runter, sind hier eine tolle Animation. Und diese tolle Animation, das ist die interaktive Umlaufbahnkarte. Und diese zeigt den Weg des Kometen durch das Sonnensystem und seine Position zum angegebenen Datum. Und da kann man hier drin auch rumspielen. Auch wirklich eine tolle Webseite, die leider nicht sicher ist. Ich schaue mal kurz rein, warum nicht. Ja, ich denke mal, die hat kein aktuelles HTTPS-Zertifikat, deswegen wird sie hier als nicht sicher gekennzeichnet, was sehr schade ist von astrovanbuitenen.nl. Ich denke mal, dass der Kollege, der diese Seite betreibt, das auch hoffentlich irgendwann beheben wird, denn das ist unwahrscheinlich, welche Daten, also wirklich aktuelle Daten wie hier oben, also da, sag ich mal, zusammengefasst werden, dass man hier, man kann hier drin auch rumspielen, steht auch drin, dass man das machen soll, kann hier reinscrollen. Leider stoppt dann die Animation, die wirklich sehr schön zum Angucken ist. Aber ihr seht es hier noch viel mehr. Man sieht die Gesamthimmelkarte mit den ganzen Sternbildern. Man sieht hier die Flugbahn. Das Gelbe ist dann der Pons Brooks Komet, der hier rumflutscht. Und also wirklich eine prima Webseite, die eigentlich auf Englisch ist. Ich aktualisiere das nochmal, damit wir hier die Animationen nochmal sehen. Also sowas, da, also toll, muss ich echt sagen. Schade, wie gesagt, wird als nicht sicher gekennzeichnet, dass das irgendwann vielleicht behoben wird. Aber gebt euch das mal, das ist doch wirklich krass. Man kann ja wirklich schön reinscrollen. Dann sieht man, hier sind wir. Und dann sieht man, okay, gut, da drüben ist die Sonne. Also, ich mag sowas. Ich bin eh Science-Fiction-Fan. Und dann finde ich sowas sehr ansprechend. Genau. Dann kommen wir mal zu dem, was ja, sag ich mal, die Überschrift meines Videos ausmacht, mit CERN. In meinem ersten Video ist es wirklich so, ich habe auf der LHC-Seite, auf der CERN-Seite geschaut, ich habe dann auch beim Large Hadron Collider selber gesucht, man findet dort nichts. Es ist so. Und ich habe aber was gefunden. Um euch das zu zeigen, muss ich mich kurz bei CERN einhacken. Also legen wir mal los mit dem Einhacken. Ach Mann, Redaktion, falsches Video. Was ist denn da los? Ich habe gesagt, ich tue mich jetzt bei CERN einhacken. Ah, jetzt, super. Hat ja wunderbar funktioniert. Genau. Es ist der 5. April 2024. Ich nutze gerade meine Mittagspause, um euch dieses Video hier aufzuzeichnen. Und ich habe mich bei CERN eingehackt. Schauen wir mal, ob alles gut ist. Läuft alles, passt, sehr schön. Dann gucken wir mal. Ja, was brauchen wir denn? Schauen wir mal LHC. Gehen wir mal in Atlas rein. Schauen wir, was hier passiert. Hier sehen wir den Large Hadron Collider. Sieht alles schick aus. Okay. Schauen wir kurz hier rein, was da so abgeht. Sieht auch gut aus. Und, jopp. Also, wie ihr seht, ich bin hier tatsächlich in CERN drin. Aber ich musste mich nicht einhacken. Das ist ein Spaß. Zeige ich euch gleich. Jedenfalls gibt es hier, den Gag musste ich mir jetzt gerade erlauben. Es gibt hier die LHC Page 1. Das ist eigentlich das Interessanteste. Wir sehen hier die Beam Setup Injections Physics Beam. Also das Ding wird gerade hochgefahren.
Und ich habe tatsächlich etwas gefunden, und zwar bei NICHEF. Hier steht, LHC-Beschleuniger soll im April wieder in Betrieb genommen werden, vom 25. März 2024. Im CERN in Genf erwacht der Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider langsam wieder aus seinem Winterschlaf. Der Fortschritt kann live auf einer CERN-Webseite verfolgt werden. Und das ist der Link, den ich da hier euch gerade gezeigt habe. Und da kann man hier wirklich cool rumspielen und man kann sich hier alles Mögliche anschauen. Ich klicke euch mal irgendwas anderes an. Okay, da sagt mir die Hälfte eh nichts von dem, was da drin steht. Ich bin leider kein Physiker. Aber wie ihr seht, das sind echt Zeitdaten, die hier angezeigt werden, die man abrufen kann. Genau, und hier steht, Ende letzter Woche umkreiste zum ersten Mal seit der jährlichen Winterabschaltung kurzzeitig ein erster Protonenstrahl den 27 Kilometer langen Kreis des Beschleunigers mit voller Energie von 6,8 Tera-Elektronenvolt. Die ersten Kollisionen von Protonenstrahlen werden am 8. April erwartet, wenn alle Tests und Feinabstimmungen der Maschine abgeschlossen sind. Dann können die großen CERN-Experimente mit kollidierenden Protonen ihr Messprogramm wieder aufnehmen. Also es ist tatsächlich, hier drin steht, am 8. April ist es erwartet. Und es wird ja dann hierhin verwiesen. Deswegen habe ich euch das gerade vorher gezeigt, dieses Page 1 beim LHC, wo wir hier sehen, wie dieser Beam-Setup am Hochfahren ist. Genau. Und dieses NICHEF habe ich vorher in meinem Leben auch noch nicht gehört. NICHEF, kann man hier kurz mal reinschauen, das ist das National Institut for Subatomare Physica, Deutsch Nationales Institut für Subatomare Physik, ist das nationale niederländische Forschungszentrum für Subatomare Physik in Amsterdam, gelegen im Science Park Amsterdam. Und die Gründung erfolgte 75, also es ist eine legitime Seite und die haben da auch Kontakt. Man kann sich hier auch die Geschichte angucken von diesem Institut. Und natürlich, nachdem das ein nationales Institut für subatomare Physik in Holland ist, können die hier auch, weil die mit den Kollegen von CERN im Austausch sind, hier drüber berichten. Und endlich habe ich für mich persönlich, Gott sei Dank, einen Link gefunden, der das tatsächlich bestätigt, dass voraussichtlich am 8. April die erste Kollision dieses Jahr von Protonenstrahlen erwartet wird. Und das ist natürlich heiß, denn ich habe ja auch ein Video zum Mandela-Effekt gemacht, wo auch CERN eine große Rolle spielt. Für alle, die das Video nicht kennen, unbedingt einfach in meinem Kanal nach Mandela-Effekt suchen, wird euch bestimmt gefallen. Und das ist natürlich krass, weil ich habe das noch, sag ich mal, nicht als Blödsinn abgetan, aber halt auch ein dieser vielen Zufälle, die eigentlich dann doch nicht an diesem Tag stattfinden, weil ich, wie gesagt, auf der offiziellen Seite von CERN oder auch vom LHC nichts dazu gefunden habe. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn die am 8. April etwas machen. Und das sind halt, wie im ersten Video schon erwähnt, sag ich mal, die großen Reißer. Einmal CERN, dass der LHC am 8. April hier seine erste Kollision durchführen wird, inklusive der drei Raketen, die die NASA in die Sonnenfinsternis hineinschießen wird. Und hier haben wir tatsächlich eine eventuelle Bestätigung, dass am 8. April das LHC parallel zur Sonnenfinsternis dies macht. Was noch interessant ist, das LHC, das soll noch ausgebaut werden. Hier steht das Project High Luminosity Large Hadron Collider, das ist dann HLLHC. Das zielt darauf ab, die Leistung des LHCs zu steigern, um das Potenzial für Entdeckung nach dem Jahr 2029 zu erhöhen. Ziel ist es, die integrierte Leuchtkraft über das Design des LHCs hinaus um den Faktor 10 zu erhöhen. Und die Leuchtkraft ist ein wichtiger Indikator für die Leistung des Beschleunigers. Sie ist proportional zur Anzahl der Kollisionen, die in einer bestimmten Zeitspanne auftreten. Je höher die Leuchtkraft, desto mehr Daten können die Experimente oder die Wissenschaftler sammeln, die dort seltene Prozesse beobachten. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Ich fand es nur interessant, also dieser LHC, der viele Rätsel, sag ich mal, aufwirft,
mitunter Theorien, dass die Welt an 2012 geendet hat und wir jetzt in einer Simulation leben. Und das Ganze wird jetzt noch erweitert mit einem noch viel stärkeren Large Hadron Collider, mit einer Erweiterung, was das ganze Ding noch heftiger machen wird. Also das Thema LHC, solange die Erde am 8. April, also am Montag, nicht untergeht, werde ich euch hoffentlich dann auch in dem Jahre 2029 oder davor, wenn da schon was geht, euch zu diesem neuen LHC berichten. Genau, das schließt mein heutiges Video ab. Ich hoffe, diese zusätzlichen Informationen sind für euch nutzvoll, interessant gewesen, und mich freut es persönlich, dass ich tatsächlich herausfinden konnte, dass tatsächlich am 8. April es so aussieht, also offiziell hier, dass dort die erste Kollision im LHC erwartet wird. Sehr schön. Wie gesagt, das rundet mein Video ab. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Heute ist ja Freitag. Es soll ja richtig schön warm und sonnig werden. Und deswegen genießt es, genießt die schöne Zeit. Wie gesagt, 8. April, Montag steht ja bevor. Und ich denke, wir hören uns wahrscheinlich nochmal am Sonntag, bevor dann wirklich der 8.4. erscheint. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, sowie ein Abo, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, aber ihr immer noch am Lauschen seid, vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns alle bei meinem nächsten Video. Also, macht's es gut, euer Peso. Servus.